Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im TS 2022 und zwar mit einem neuen Szenario vom Lucky Good. Wir sind mit der Baureihe 403 unterwegs für eine Charterfahrt vom Bremerhaven nach Bremen nonstop. Der Zug ist soweit aufgerüstet, wir müssen noch warten, bis wir hier raus dürfen. Und eine Sache gleich vorweg, hier der Bereich ist nicht komplett ausdetailliert. Also wundert es euch nicht, wenn hier so Sachen fehlen oder es ein bisschen leer aussieht. Das wird sich dann ändern, sobald wir auf der Hauptstrecke sind. Und ich würde sagen, wir nehmen die Pause mal raus und gehen in den Führerstand. AFB ist auch mit an. PCB lasse ich aus, aus dem Grund, dass ich hier irgendwie so PCB-Meldungen kriege, die ich nicht nachvollziehen kann. Also bleibt es erstmal aus. Siefer sowieso, die tut einfach nur Nerven. Und ja, hier wird das gleiche Güterzug vorbeirollen. Und so wie der die Strecke freigemacht hat, dürfen wir dann fahren. Wir hören auch schon. Vermutlich hier ein paar Rangierfahrten. Ja, wir drin. Wer den echt nicht mehr. Ich glaube, man hat mal versucht, den wiederherzustellen, was gut gescheitert ist. Und jetzt fahren wir halt einfach mal virtuell. Geht davon aus, dass man ihn restauriert hat. Er selber schreibt zur Szenario.de, der Startpunkt des Spielzuges mag etwas überraschend sein. Der ET steht irgendwo im Hafengebiet jenseits von irgendwelchen Bahnsteigen. Das Szenario basiert auf einem Gedächtnisprotokoll. Im Kindesalter bin ich damals bei einem Tagestrip nach Helgoland irgendwo im Hafengebiet an Bord des ET 403 gegangen und zurück in Richtung Ruhrgebiet gefahren. Interessant. So, dann dürfen wir jetzt einmal fahren. Achso, Bremse ist noch angelegt. Achtung. Bäh. Nervig. Ja, sonst ganz klassischer Führerstand. Ich glaube, war das die Baureihe 103, die. Nein, E03, glaube ich, war das. Die hier so ein ähnliches Interface hatte. War jetzt auch mal ohne den Rail Driver, weil der macht mal Probleme mit der Bremse. Der hat man die immer wieder rein. Da kommen die Hebel, kommt dann durcheinander. Bin ich nicht wirklich weit gekommen. Also ganz klassisch mit Tastatur. Aber immerhin AFB. Das Güterterminal dahinter. Und ja, Bremerhaven Bremen ist eine Fliegerstrecke. Könnt ihr euch bei Raysim runterladen. Bin ich in der Beschreibung genauso. Wie auch den Link zum Szenario von Lucky Good. Da kommt auch Alp. Vermutlich müssen wir den Güterzug da hinterherfahren. Für eine kleine Weile. Und es gibt Ansagen an den wichtigsten Stellen. Steht zumindest so in der Beschreibung. Je nachdem, glaube ich, werde ich vielleicht Musik hinterlegen im Edit. Von wegen diesem komischen Geräusch, was wir da hier die ganze Zeit haben. Malcolm. Das meinte ich mit nicht komplett ausgeschmückt. Jetzt auch die Oberleitung wieder, die hat ganz am Anfang gefehlt.
Ah ne, das ist ein anderer. Und da ist das Signal. Okay. Steht auch nicht drin, dass wir irgendwo Tab nutzen müssten. Also tun wir es auch nicht. Also wir stehen hier ewig lang. Vielleicht, dass er nicht mehr fährt. Oh, und wir dürfen fahren. Gut. Hier ankommen. Wenn ich komplett Blitzen mache, sollte ich schaffen. Jetzt auch die PCB aus. Ich denke, ich habe ganz gut die Karten. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da noch ein Update kommt. Weil beim letzten Update hat er auch die Strecke erweitert. Das steht so halt im Changelog drin. Dann der Bereich noch ein bisschen ausgeschmückt wird. Moin Kollege, mal da hinten fehlt die Oberleitung, nur zur Info. Schauen wir uns mal ein bisschen um. So viel sehen hier. Da hat's ganz viel nix. Das sieht aus wie Lichter von... Ach, da hinten ist der Hafen. Aber das sieht aus wie Lichter von der Startbahn. Ich glaube, wir machen da so einen ganz großen Kreis hier rum. Ich schau mal jetzt auf die Karte. Center Player! Ja, Tatsache. Also das Hafengebiet. Ich meinte auch in den Kommentaren gelesen zu haben, dass einer gesagt hat, naja, ist nur schade, dass der Hafen nicht ausdetailliert ist, weil da könnte man richtig schöne Rangierfahrten machen. Das stimmt. Und ich hoffe, es kommen auch noch mehr Szenarien, weil für die Strecken gibt es bis jetzt kaum was. Ich glaube, zwei sind es insgesamt. Und das ist jetzt das Neueste. Ein ET403. Wenn wir da mal irgendwann länger stehen bleiben, weil ich noch ein paar... Fakten über ein ET403. Erzähl. Ausschaltet er den mal wieder hin und her schaltet. Ist eigentlich auch draußen? Tatsache. Ja, so kriegt man auch seine Gleiskilometer zusammen, wenn man sowas hat. was sagt denn das Signal? Nicht. Könnten wir mal ein Tick schneller fahren.
45. Ich trau mich was. Moin, Kollege. Ich rechne stark damit, dass wir immer wieder mal aufgehalten werden, nachdem wir da einen Charterzug sind. Und natürlich der reguläre Verkehr Vorrang hat. Ja, Abholhügel hier. Grün. Ja, dann gehen wir mal rauf auf 60. Moin sehen. Kein Funkspruch. Schade. So ein Güterzug wäre auch mal wieder eine Idee zu fahren. Nehmen wir mal so ein. Schauen wir jetzt mal ganz kurz. Ne, die Strecke wird da oben so weitergehen. Ah, na, wohl, doch. Kommt schon hin. Da ist eine Drehscheibe, gerade auf der Karte gesehen. Aber nicht sehr spektakulär. Aber historisch. Eisenbahnverein vielleicht? Das heißt, alles, was ich bis jetzt so gesehen habe, ist historisch, genauso wie die hier. Ah, mit ihnen fahre ich schon gern. Okay, grüne Welle. Also eine Stunde, dass wir da wären. Mal, ob wir ein paar schöne Shots hinkriegen. Ja. Regio, die Diesel sind wir ja vor kurzem auch schon gefahren. Ah, stimmt ja, bei der Rotachtalbahn wollte ich ja noch den anderen Abschnitt fahren. Den bin ich tatsächlich schon für mich gefahren und habe es auch aufgenommen. Ich werde das aber nochmal fahren. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Fahrplan. Da hatte ich eine massive Verspätung drin gehabt. Und habe dann eigentlich herausgefunden, dass man nur bis in der Mitte die Zeit gerechnet wird und danach die letzten Haltepunkte dann wieder offen waren, aber ist mir egal. Und dann bin ich halt entsprechend aggressiv gefahren. Also werde ich, wenn ich es nochmal aufnehmen, wesentlich entspannter fahren.
Depot. Ja, da ist noch mal ein bisschen guter Zeugs hier unten. Noch mal ein Regio. Ich glaube, das ist auch von der Zeit her einfach zurückdatiert, das Ganze. Ah, der kommt dann jetzt hier so langsam nach oben. Oh, auf. Na ja, schön. Und die Ankündigung 480. Lass mich bremsen. Komm, sprich mit mir. Mir ein paar Ansagen, ein paar Infos. Schwerer Güterzug für die Lok da. Cinematic Shots zu machen. Ab und zu habe ich mal überlegt, ob ich eine Strecke nicht effektiv zweimal fahre. Einmal um quasi realistisch fahren und einmal für so Cinematic Shots. Das ist, glaube ich, dann noch ein bisschen aufwendig, das entsprechend zu schneiden, dass es dann auch passt. Die Kamera aber so irgendwie am geilsten, wenn sie von der Seite ist und nicht von oben. Oh mein Gott. Bei der 140 und 160, dann ist der Zug endlich mal auf Speed. Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, was ist denn das erlaubte VMAX? Steht das da gerade irgendwo? Die Anzeige geht bis 200, aber ich weiß gar nicht, ob er auch 200 fahren darf. Ein V, Max Schildchen. So, 140. Gib ihm. Reicht es? Ich kann das runtermachen. Recht mal dezent wie die 40. Einfach nochmal zum Testen, wie weit geht die AFB? Ah, das ist höchste, 160. Weiter geht's nicht. Okay. Parallel habe ich mal einfach die Wiki-Seite zu der Baureihe 04 aufgemacht. Ja, galt 1970 als Paradezug der DB, Vorgänger vom Intercity Express. Gute Zwischenwagen werden als Baureihe 404 bezeichnet. Interessant. Ach ja, das ist ja das Ding. Wegen der Front, die der Zug da so hat, ist er immer wieder mal Donald Duck oder der Weiße Hai genannt worden. Ja, aber für die Zeit schon recht modern. Okay, Betriebseinsatz. Entschuldigung.
Am 2. März 1973 wurde der erste Triebzug der Deutschen Bundesbahn übergeben und der erste fahrplanmäßige Einsatz war mit dem Winterfahrplan 1974 und 75 und war damals noch rein erstklassig in der City. Das hat sich aber dann 1979 geändert. Der unflexible und kostenschwierige Betrieb eines nur vierteiligen Zuges, der Mangel an geeigneten Strecken, der personalaufwendige Halbspeisewagen sowie die Einführung der zweiten Wagenklasse im Intercity 1979 machte den Triebzüge überflüssig. In der Folge wurden die Züge vorübergehend nur für Mess- und Sonderfahrten eingesetzt. Aber vierteilig. Das sind hier mal mehr Teile, also wie nur vier. Also, oder sind hier die Mittelwagen gemeint? 1, 2, 3, 4. Ja, wir machen ein bisschen Cinematic Shots, während ich da quatsch. Auf Bestreben der Verkehrsunion kam der Triebzug auch am 28. März 1982 auf der Lufthansa als Lufthansa Airport Express zum Einsatz. Und zwar zwischen den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt am Main verkehrt die Züge. Teilweise als fünfteilige Züge oder mit zwei gekoppelten Einheiten. Okay, die dabei befahren die linke Rheinstrecke, bot den Reisenden den Genuss in den schönsten deutschen Bahnstrecken. Der Airport Express wurde bis in die 1990er Jahre dazu genutzt, kurze Inlandsflüge zu vermeiden. Okay, jetzt will er wieder vorne rein. Ansonsten. Tada. Ein überraschendes Ende erfolgte, als 1993 erhebliche Korrosionsschäden an den Aluminiumstrukturen der Fahrzeuge entdeckt wurden. Für deren Weg wollte weder die DB noch die Lufthansa aufkommen. Und nach der unverzüglichen Auslösung wurden die Züge in Nürnberg abgestellt und verfielen zusehends. Bla bla bla. Zwischendrin wurde man versucht, eben die Restaurierung zu starten, das ist aber dann zu teuer geworden. Und wurde es insgesamt zweimal probiert. Die wollten das tatsächlich beim Rhein-Mitzelland Express wieder einsetzen, die Züge. Aber durch Anmietung von Ersatzzügen war das dann nicht mehr notwendig. Hetzel Express hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. Richter und seine Firma die E-Train Venture plante eine vorzugende Aufarbeitung. Eine Fertigstellung der vierteiligen ET403 war für das Jahr 2020 geplant. Aufgrund der Probleme bei der Zulassung erforderlicher neuer Komponenten und der späteren Instandhaltung wurde das Projekt zugunsten anderer Fahrzeuge zurückgestellt. Ja, wer weiß. Vielleicht werden sie doch irgendwann nochmal aufarbeiten. Schön wär's. Das ist halt immer die Kostenfrage. Wie es auch da drin steht, dass er dann fortlaufende Kosten. Dass sie irgendwie instand halten. Schon mit dem V soll bitte wieder oben gehen. Danke. Ich meine, man könnte eben heutzutage noch sehr gut fahren. Klar, ein bisschen modernisieren hier, aber ansonsten fahren ja doch super. Und ich würde auch mal sagen, vom Komfort her ist der Zug auch nicht schlecht innen drin. Oh oh. Wir müssen runter. Einfach da jetzt kurz schon in ein Rotsignal rein. Oh, 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 oh. Das war jetzt eine sehr harte Bremsung. Da glaube ich, sind jetzt ein paar Gläser geflogen. Tut mir leid.
Aber die Bremsen sind nicht ohne, muss ich schon sagen. Würde ich jetzt mal als Fail verbuchen, die Bremse. So, bei mir jetzt aufgehalten. Wir sind doch mit Topspeed hier unterwegs. Ach, jetzt sind wir... Ja. Okay. Irgendwas ist vor uns. Ich dachte schon, von hinten kommt was. Wir lassen uns den überholen. Weit und breit nichts zu sehen, bis auf den Zug, der da gerade kommt. Ah doch, da, oder? Nee, habe ich mal eingebildet. Wagenplatz dazwischen drin. Ne, alles grün. Also. Maximal Schmackes. Erstmal Kaffee. Ah, schöner Zug. Könnt ihr mir noch ganz gut im, also auf der Strecke Köpenzer Bergland vorstellen oder Tirol Austria, Koblenz Trier, oh ja, Koblenz Trier, das war auf der Landschaft so geil. Witzigerweise gibt es für den Zug gar nicht mal so viele Szenarien, nur so eine Handvoll. Ich glaube Virtual Railroads hat noch ein Szenario Pack für den neu ausgebracht. Das war's dann auch schon wieder. Jetzt gucken, was der aktuell kostet. Ja, 20 Euro, 21 Euro. Aufgerundet. Was ist eigentlich das für ein komischer Preis? 20,97 Euro. Naja. So, wieder grüne Welle. Ach, ist der Kollege schuld gewesen, dass wir da anhalten haben müssen? Naja, wenigstens davon überholen. Aber da kündigt sich schon das nächste an. Werde ich dafür gewarnt. Für die 90. Ja. Yeah.
Und wieso 90? Starke Kurve oder was kommt da? Kommt erstmal eine sehr schöne Lokomotive vorbei. Ui. Wieso bremsen wir? Ausgelöst. Hier könnte man mal ein bisschen mehr Details machen. Also gerade so im Feld. Das sieht sonst ein bisschen trauriger aus, wenn man rausgeht. Dauer langsam Fahrstelle. Geld sparen. An solchen Stellen verlängert sich natürlich die Reisezeit. Da hat sie leider noch einige im DB-Netz. Da hätten wir schon mit 160 durchpfeffern können. Ja, ausgeschaltet so wie da. Das sieht dann gleich viel schöner aus. Aber ja, das ist Kritik auf sehr hohem Niveau für eine Freeware-Strecke. Okay, wieder volle Pulle bitte. Sogar zu früh da sein, wenn das mit dem ETR stimmt, aber den darf man nicht wirklich trauen. Nix. Ah, da ist er. Point, point. Ich würde mal schauen, ob es in der Passagieransicht mehr Ansichten gibt. Okay. Also wechseln kann man schon mal. Wenn es gewesen zu sein, sind nur die zwei. Okay. Eigentlich noch ganz gut modernisiert. WLAN und so Blödsinn. Kannst du noch im Regio-Dienst einsetzen. Oder eben Charterfahrten. Was vermutlich lukrativer wäre. Theoretisch einen inoffiziellen zweiten Teil von dem Szenario, und zwar Bremen nach Münster. Das kam zuerst raus, weil zu dem Zeitpunkt, wo Bremen-Münster gekommen ist, gab es die Strecke hier noch gar nicht. Da
könnte man sich überlegen, ob man die gerade im Anschluss fährt. Muss ich aber mal gucken, ob das was ist, ob das eine spannende Fahrt ist. Ansonsten werden wir erstmal nur bis Bremen fahren. Eventuell finde ich noch eine Lösung, dass ich mit dem Raydriver fahren kann. Das wäre noch schön. Aber es geht eigentlich auch ganz gut so. Und 130. Hast du da schon einiges an Verkehr diesbezüglich? Was haben wir da vorne? Zweimal grün. Und Maximum Schmackes. Minuten noch. Das meint gerade, ich fahre schon seit knapp 40 Minuten. Kommt mir gar nicht so lange vor. Jetzt sind wir gerade erst losgefahren. Das nächste Mal eine österreichische Strecke fahren. Und dann wieder England. Für mich ist jetzt gerade ein bisschen England. Mein Lieblingsland, wenn es um die Eisenbahn geht. Ah, ich muss dieses Jahr unbedingt nach England. Sofern nicht Weltkrieg 3 ausbricht, ab nach England Eisenbahnurlaub machen und natürlich entsprechend filmen. Würde ich euch dann auch zeigen. Ah, so wie diesen Clash, was es da gibt. 150. Geh runter. Nein, 150. Dankeschön. Hey. Ich hab noch von 3D-Zug den alten Rheingold und den Orient-Express. Vielleicht machen wir so ein Custom-Ding mit dem Orient Express und dann fahren wir da mal was Schönes. Oh ja, das ist eine gute Idee. Luxuszug fahren. Ich bin noch einmal in Action gesehen, den Orient Express. Das war in Österreich, in Innsbruck, also kurz Kalten. Und die Wagen sind so schön. Ich durfte leider nicht rein, genau das, was ich von dem Fenster her gesehen habe. Wow, das ist so ein schöner Zug. Ich will mit dem fahren. Ich muss nur einmal den Lotto gewinnen. Oh, 80. Die ist... Du mal bremsen. Machen wir jetzt einen Gleiswechsel. Jetzt so gut gebremst. Vermutlich wegen der Kurve da. Ja, da willst du vielleicht nicht so schnell rein düsen.
Und der nächste Regio. Wir sehen. Was ich mir da jetzt immer wieder gefragt habe, ist, was hat es mit dem Orangen auf sich, also von der Lackierung her, bei den Regios, was wir da gesehen haben. Der Karlsruher Kopf, glaube ich, heißt die. Falsch, wir müssen jetzt nochmal nachgucken. So, wir dürfen wieder düsen. 100. 140. Aber nur für kurze Zeit, dann kommt schon wieder 120. Da freuen sich die Garnituren, wenn man ständig bremst und wieder Gas gibt. So aus, dass wir ganz gut nach Bremen reinkommen, ohne größere Hindernisse. Und da ist 120. Jetzt so die. Gibt es sowas? Nee. Die Orte von Bremen sein, ne? Nicht mehr weit. Fußballfeld. Das ist ein Sport, den ich unglaublich langweilig finde. Hier möchte ich rausfahren. An. Ich hoffe, dass dabei nichts schief geht. Okay. Nice. Ein paar mehr Gebäude mal irgendwann gehabt, so wie das aussieht. Oh, der zweite sogar. Halleluja. Gibt es hier tatsächlich noch? Ah. Apollo. Holy shit. Ist ja riesig hier. Alter Scholli. Geht ja ganz schön ab hier, gütermäßig. Krass. Krass, krass. Von der Strecke hier kriegt man überhaupt nichts mit. Oder fast nichts mit. Wie? Bremen hat es aber mit dem Güterverkehr. Ah, hier jetzt ein bisschen. Schönes Stellwerk da. Fernsehturm? Also ziemlich sicher Fernsehturm, würde ich mal sagen. Um 90. Oder schon Abbahnhof. Es ging jetzt wirklich schnell. Hat sich echt nicht mehr gut.
sind in Bremen wirklich so viele Autozüge unterwegs? Hat es irgendwie VW oder so in der Nähe? Sehr heftig. Meine Damen und Herren, wir kommen in Kürze in Bremen Hauptbahnhof an mit einer Verfrühung. Das muss uns die DB erstmal nachmachen. Gut, ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich ohne PZB fahre. Hätte ich schon ein bisschen anders fahren müssen. Moin sehen, ja, schöne Look. 60. Jetzt vor der Einfahrt noch mal ein rotes Signal oder was? Wie, da ist er ja. Aber in modern. Ah, ne, wir haben Einfahrt. Okay, Gott umsonst gebremst. War das aber nicht da reingeholt von den Wagen her, so als. Oder? Doch. Betriebsscheibe da. Schöne Sachen hier. Was ist wieder so ein blauen Wagen? Was? Deutsche Bundespost? Ah. Minuten zu früh. Steht da auch was? Sonderzug. Bis nach Essen wieder fahren. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, dann kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr mal was Besonderes sehen wollt, schreibt es mal einfach. Und dann bis zum nächsten Bahn. Bis zur nächsten Bahn. Mal. Deutsch, schwere Sprache. Also, wir stehen dann. Tschüss.